Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Was, wenn ich kein Werwolf sie wird? Oh, oh. Hätte sie da jetzt getrunken? Ich liebe euch. Wir lieben dich auch. Okay. Tiefenschmiede. Wenn ich es recht im Kopf habe, ist der Eingang irgendwie da auf der rechten Seite. Also wenn du von unten her kommst. Warte. Gehen wir mal auf die andere Seite. Genau. Irgendwo da hinten. Wer kommt da kämpft? Nein, ist es nicht. Gut, dann warten wir halt, bis es Nacht ist. Und jetzt? Was meint der Kollege? Der will, dass man nochmal mit ihm redet. Gut, dann machen wir das. Gibt es da keine Abkürzung? Der Abkürzung. Nein! Ja, so ist es eigentlich nicht gemeint gewesen. So, komm, schneller. Jawohl. Run, Forest. So, Dali. Zeigst du uns jetzt den Weg? Ne? Machst du es? Seid ihr bereit? Oh yeah. Was für eine Art? Nein, warte. Ich bin bereit für die nächste Prüfung. Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Gut. Oha. Ja, da hätte ich nicht gefunden. Da hätte ich nicht gefunden. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Was, wenn ich kein Werwolf sie wird?
Eure Entscheidung. Wir werden euch nicht zwingen. Aber wenn ihr dem Zirkel beitreten möchtet, muss euer Blut wie das unsere sein. Ihr findet uns hier, sobald ihr bereit seid. Ich bin bereit. Nun denn. Oh, oh. Hat sie da jetzt getrunken? Oder dass sie da jetzt nicht getrunken hat? Ja, jetzt sind wir ein Werwolf. Huhuhuhu, hüpf, hüpf. Doing, doing. Gut. Und jetzt? Können wir ein paar Leute verschrecken. Ich ergebe mich. Hi. Hallo. Kuckuck. Bei uns kämpfen schon Schlimmeres einstecken. Aber? Da hätte doch weh tun, ne? Ei. Ja, um die Wache ist jetzt nicht unbedingt scharf. Also, oder? Nähren. Okay, da erklärt zumindest, warum gewisse Leute einfach Menschenherzen mit sich rumschleppen. Werwolf ernährt sich von dem. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Haben wir da etwas gelernt? Was war das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hoi, Ayla. Ja. Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Und einfach so ein Lichtpunkt im Gesicht. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden Einzelnen. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Machen wir es so. Was passiert? Ihr wurdet als Teil des Rudels neu geboren, Schwester. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Der Lichtpunkt stört da den auch. Tja, müssen wir jetzt durch, Leute. Bin jetzt ein Werwolf. Ihr habt das Blut des Wolfs in euch, aber ihr müsst Kraft sammeln, bevor ihr es erneut nutzen könnt. Seid aber vorsichtig dabei, wo ihr es tut. Es gibt Feiglinge in diesem Land, die den Anblick des Ruhmes nicht ertragen können. Gut, was bedeutet ein Werwolf zu sein? Nichts, bis ihr euch entscheidet, eure Gabe zu nutzen. Dann, nun ja, kommt man auf den Geschmack. Man wird stärker, schneller. Aber es hält nicht lange an, wenn ihr es nicht mit dem Blut eurer Feinde nährt, sofern ihr euch darauf einlassen möchtet. Je mehr wir uns sättigen, desto stärker werden wir. Ah, du bist auch ein Werwolf. Und vielleicht entdecken wir noch weitere Gaben von Hesine. Gut, gibt's ein Heilmittel? Heilmittel? Ihr hört euch an wie der Alte. Ich sollte sowas nicht sagen. Nein, ich liebe Kotlak. Ich respektiere ihn und folge ihm. Aber in diesem Punkt hat er Unrecht. Das ist kein Fluch. Wir sind die mächtigsten Jäger im gesamten Land. Wenn er sich wegen seinem metschlürfenden Leben nach dem Tod Sorgen machen will, dann ist das seine Sache. Ich genieße lieber den Ruhm der Jagd. Wohin gehen wir? Die silberne Hand hat die alte Festung am Galgenfelsen übernommen. Die sind immer herrlich leichte Beute.
Gut, Mamas. Oh, kannst du mir noch den Schiusskunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Da kostet ziemlich etwas. Nö. Nö. Mhm. Nö. Mhm. Kommst du mit, Aela? Oder Aela? Jetzt wird wieder geschnetzelt. Vampirstaub. Okay, du bist in dem Fall auch ein Vampir. Moment. Wo ist der andere Kollege? Aha, da oben. Bin da oben. Zeig mir den Weg dort oben. Mit oben. Hallo? Mom? Dad? Onkel Larry? Irgendjemand knallt mich ab. Jetzt hast du jetzt einfach mal mit dem Schild eins aufs Maul bekommen. Die Arme. Sorry, hey, sorry. Du bist unsere Kollegin. Und schaut euch das an. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skior reingeplatzt ist. Ja. An ihre Angst riechen. Gut. Soll uns nicht zurückhalten. Habt ihr etwas gehört? Nö, ihr schon. Die haben gerade beim Essen gestört, die Arme. Sorry. Die ist euch gerade der Hunger vergangen. Der Appetit. Ich hätte sie gerne gehabt, hä? Bei ist mir Leben, kommt ihr hier nicht raus! Glaub schon. Du und dein Kopf kommen da nicht mehr lebend raus. Au! Autsch! Was ist da rein? Durchsuchen, Werwolf. Werwolfspilz, ja. Wer kann schon von sich behaupten, dass er eine Rüstung aus Werwolfspilz hat? Du hast genauso Talent wie ihm im Weg stehen, wie meine Kollegin Lydia. Denen können wir nicht mehr helfen. Werwolf! Ah, das wird lustig. Wir nehmen jetzt einen lebendigen Werwolf frei. Wenn wir es dann schaffen, das Schloss aufzubringen. In der Barat. Ich will gar nicht daran denken, was diese mit.
Hä? Das war doch nicht schon alles gewesen. Komm. Butter. Die hat jetzt gerade Butter gemacht. Ja, lömmer's. Boah, der Lichttyp macht mich echt fertig, merke das. So ganz Licht überbelichtet. Ah! In einer Minute sieht es schon ganz anders aus. Ganz anders. Wo bist du? Kolleg. Wo warst du? Nein, du bist immer noch. Hey, hörst du jetzt auf? Komm da. Komm. Komm. Silbrige Hand. Oh. Zwei. Gut, nehmen wir mal zwei auf einmal. Nicht da, wo ihr denkt, Leute. Nicht da. Da meine ich. So, weiter geht's. Wo ist der Letzte? Der Letzte? Hoi, Ayla. Sind jetzt doch noch ein paar von denen rum, ist bequem. Das war jetzt Sinn und Zweck. Schmiedekunst, ja, den können wir brauchen. Wunderprächtig. So, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ah, ich kann nicht mehr säckeln. Ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Rennen. Waffe. Das Ding hat schon einen geilen Wert. Und einen geilen Schaden. Wie viel hat denn da, wo ich jetzt gerade am Tragen bin? Mol du. Gehen wir bei der nächsten besten Gelegenheit verkaufen. Was trage ich denn sonst noch, wo so hoch schwer ist? Ja, warte, rufen. Gut, jetzt darf ich nichts mehr aufnehmen. Gehen wir. Und Schmidt? Ayla. Oder Ayla.
Vorsicht! Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Oha. Sie nennen den Hautabzieher. Ich glaube nicht, dass ich den Grund dafür erklären muss. Nö, ist gut. Gehen wir am Hautabzieher das Psycho abstatten. Und zu! Die muss erst durchsuchen, so viel Zeit muss sein. Gut. Oh, du hast eine schöne Rüstung, Kollege. Also schön. Schlusssache. Aber sicher wertvoll. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Hey, nein, du ergibst dich nicht. Nein, sicher nicht. Ayla, hast du überlebt? Sie hat es überlebt. Gut. Hautabzieher. Tut so weh, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Vielleicht kann Stella für mich tragen. Oh mein Gott. Da muss ich jetzt einfach. Ayla, wo bist du? So, komm. Komm da, komm. Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Die wird nichts für mich tragen. Habe ich das Gefühl. Moment. Also gut. Nein, komm, warte schnell. Wer auch immer das getan hat, frage ich halt Fifi. Fifi, kannst du etwas für mich tragen? Sag bitte ja. Gib dir jetzt eine Panzerrüstung, eine Panzerhandschuhe. Jawohl. Ach, ich kann es nicht tragen. Sie oder er. Nein, ich will die Rüstung nicht fallen lassen. Ich will sie mitnehmen. Im Fall. Dann lasse ich lieber alles andere fallen. Da, den Bären kannst du haben. Den auch. Jetzt kann er nichts mehr tragen. Jetzt ist es vorbei. Oh nein. Ayla? Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Aha. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Gut, ich schlafe vor. Ich quäle mich jetzt irgendwie da durch. Schneide aber den Teil raus, bis ich die heute Rüstung abgelegt habe. Und dann machen wir weiter. Einverstanden? Dann schleiche ich mich mal davon. Bis später. Ciao. Tschüss.